So. Guten Tag. Ich habe mir eben gedacht, ich mache nochmal ein neues Video. Ist ja schon ein Weilchen her. Zwar in der letzten Zeit ein paar Uploads gehabt, aber das waren halt die Radiosendungen. Für die, die es noch nicht mitbekommen haben sollten. Ich habe ein Buch geschrieben. Dieses hier. Das heißt 2020, die neue Erde, ein Erlebnisbericht. Und mir war gerade nochmal nach einer kurzen Runde Chill mit mir. Und habe hier noch so einen Stummel. Weil Lula Lina letztens meinte, die Chill mit mir Sendungen. Denen fehle was, wenn ich nicht doch wenigstens ein bisschen was rauche. Ja, heute habe ich wieder so ein. Ich habe tatsächlich allen Ernstes, nachdem ich jetzt selber eigentlich eine Weile nichts hatte, auf der Straße für knapp 20 Euro Gras gefunden. Weil ich runtergeschickt wurde, um mir eine Maus anzugucken. Und ob es der denn noch gut geht und so. Der Maus ging es gut, alles in Ordnung. Aber ich hatte gewisse Gründe, die Kamera nochmal anzumachen und versuche jetzt mal wiederzugeben, was eben so im Raum stand. Im Gespräch. Und da sind so ein paar Sachen aufgefallen. Also ich mache mal kurz hier Lula, Lina. Und alle anderen, die gerade mit mir auf den Weltfrieden einen Zug nehmen möchten, beruhigt im Ganzen. Ja, auch unser 7,5 Milliardenstel bis 10 Milliardenstel, hallo Katze, die, für die wir das regeln können. Und eben wurde mir nochmal sehr klar, wie sehr das beim ruhiger sein hilft und warum ich immer so kreativ bin, wenn ich ein bisschen was rauche. Ja, und so kam dann die Kreativität auch zu der es zu diesem Buch kam, auch dem jetzt so ja schon einiges gefolgt ist. Ich muss halt immer noch die ganze Zeit grinsen, wenn ich daran denke, wie sich das gerade quasi alles, was da drin steht, Stück für Stück in der Materie zeigt und bewahrheitet. Und warum? Weil wir es eben tun. Ne? Wie die Okie-Talk-Sendungen oder halt eben gerade das machen, was Nathan halt auch gesagt hat, was wir tun sollen. Den Mund aufmachen und dann sagen, was wir denken und was uns in diesem Moment wirklich bewegt. So müssen wir nur. Deswegen habe ich die Kamera gerade nochmal gemacht. Und jetzt mache ich die Tüte nochmal an. Nehmen einen Zug, nehmen noch einen Zug. Und tue ich das wieder weg. Und so sprachen wir heute, und nicht nur heute, sondern seit geraumer Zeit, über die Befreiung der Sexualität und der Liebe und so einige andere Dinge auf dem Planeten. Im Buch stehen da ja auch einige Sachen drüber. Wer das Buch noch nicht gelesen hat, kann sich auf YouTube in 4 Stunden ein Upgrade holen und sich das vorlesen lassen von der Sabine. Und den Link stelle ich unten drunter. Und weiß dann 4 Stunden später auch, wovon ich hier gerade rede. Ein Stückchen möchte ich in dem Bezug hier darauf vorlesen, weil mir das nämlich so dann, da schlossen sich für mich auf einmal Kreise. Und ich habe das halt gerade auch schon der Asra vorgelesen. Ich rutsche mal ein bisschen heran, damit ich nicht so laut reden muss. Und da geht es darum. Wo stand es denn? Hier, Moment. Es geht um
Die Befreiung der Liebe. Wir hatten gestern oder heute die Möglichkeit, da über gewisse Sachen und Kuscheln und Knutschen und diese Dinge, die im Buch stehen, zu reden. Und Gelegenheit... Warte mal, ich mach mal gerade die Tür zu. Ja, funktioniert. Die Idee der menschlichen Denkmale und das Phänomen darum. Ich komme hier nochmal, ich kann es hier gerade, weil ich es hier gerade vorliegen habe. Wer es gerne bestellen möchte, auch diesen Link stelle ich unten in die Videobeschreibung. Und wir fingen an, Liebe zu verbreiten, erzählt Mojo. In den Fußgängerzonen und egal wo wir waren, mit denen, denen auch danach war. Demonstrativ, Stichwort, komme ich gleich noch drauf zu sprechen, demonstrativ, herumzuknutschen und zu kuscheln und so menschliche Denkmale für Liebe, Ruhe und Frieden zu sein. Das ist, was diese Denkmale ausströmen werden in Kürze. Es begann als Flashmob, lese ich da eben und denke mir so, ah, okay, so, der dann irgendwie ausuferte und nie aufgehört hat. Es wurde eine Beschäftigung. Wir begannen, uns die Zeit zu nehmen, uns minutenlang im Arm zu halten, um uns zu begrüßen. Und es wurde unglaublich viel geküsst und gekuschelt damals, weil es einfach so schön war und es nichts kostete. Aber es pumpte uns regelmäßig selbst mit Energie auf. Und es war nicht zu übersehen, wie sich die Energie aufs Umfeld übertrug. Und keiner hatte Grund auf Eifersucht. So weit waren wir eben. Und da gingen mir folgende Gedanken durch den Kopf. Warum morgen alleine kuscheln, wenn wir heute noch im Facebook fragen können, wer in Wien, wo ich gerade bin, hat gerade Lust, sich morgen irgendwo zu treffen, am besten auf Rathausvorplätzen oder Fußgängerzonen oder Parks oder wo Menschen sind, wo Denkmäler Sinn machen, weil sie auch gesehen werden. Und zwar demonstrativ. Nicht in Form von Demonstrationen, wie wir das bisher gewohnt waren, für oder gegen irgendwas, sondern wir demonstrieren Ruhe, Lieben und Frieden, indem wir genau das machen. Zu zweit oder zu ganz vielen spielt dabei keine Rolle. Aber ein Spaziergang am Tag sollte sich jeder gönnen. Und egal wie schwer die Taschen sind, die man gerade trägt. 5 Minuten am Tag sich diese Auszeit zu nehmen. Mit jemandem, der da auch gerade Bock drauf hat. Ein menschliches Denkmal für Ruhe, Liebe und Frieden zu sein, den man in genau diesen 5 Minuten in sich auch erfährt. Automatisch. So, und dann kam die Idee auf, lass uns nochmal rumfragen. Also hier ist die Frage, ich lade das Video gleich noch hoch, es geht um Wien. Wer hat Lust, sich morgen oder in den nächsten übermorgen, wir machen einen Flashmob draus. Lasst uns, egal wo uns gerade danach ist, die Zeit nehmen, uns 5 bis 10 Minuten am Tag. Das ist kein Muss, wenn man das mal einen Tag nicht schafft, ist das auch nicht so schlimm. Oder keinen findet, ist vielleicht am Anfang was schwerer. Aber nach einer Weile wird das mit Sicherheit leichter gehen. Und lasst es uns tun. Lass uns das einfach tun. Lass uns treffen. Scheint so, dass ich mein Auto in Kürze dann habe und nutzen kann. Dann kann ich umziehen und auch viele von euch treffen, aber wer bin ich? Macht es einfach. Macht es mit denen ihr es könnt. Genauso wie Mojo es Nathan erzählt. Wer ist mit dabei? Wer hat Lust auf ein bisschen Revolution? Aber ohne bei der Demonstration
von Liebe, Ruhe und Frieden in irgendeiner Form noch mit der Polizei zu tun zu haben oder sonst irgendwas. Was soll, also ganz im Ernst, ich glaube, wenn sie das versuchen uns zu verbieten, dann lachen selbst die blödesten Leute sie dann irgendwann aus, weil wenn Leute sich nicht mehr umarmen dürfen auf diesem Planeten, dann und auch küssen, ja, ich sag ja nicht, leg da irgendwelche Pornoshows hin. Kuschelt. Lasst uns kuscheln. Herzliche Einladung an alle, die Lust haben mitzumachen. Lasst uns da, wo es möglich ist, treffen. Wir können uns im Internet verabreden, uns real treffen und diese Vision wahr werden lassen. Wer Lust hat und auch noch nichts davon weiß, im Facebook gibt es eine Aktionsgruppe, wo es jetzt schon so um die 460 Leute, glaube ich, interessierte Leute gibt, nicht einfach blindlings dazu geaddet, sondern Leute, die vor allen Dingen selber ein Interesse daran haben, diese Agenda umzusetzen, diese Idee, diese Vision, die in diesem Buch steht, von einer völlig anderen Welt in nur 5 Jahren und minutiös erklärt, wie man das machen kann. Und wenn man mal ein bisschen genauer zwischen den Zeilen liest, dann, und das habe ich gerade einfach jetzt auf, in Bezug auf den Text, den ich gerade gelesen habe, getan. Und dann lasst uns, stellt es euch einfach vor. Und dann macht es. Ich setze diese Einladung jetzt ins Facebook und auf YouTube und bin gespannt, was daraus wird. Aber das ist ein spontaner Flashmob, von dem hier in diesem Buch die Rede sein könnte. Und es geht mir auch gerade erst auf. Das ist nicht etwas, was ich vorher hätte planen können. Davon, dass diese Dinge sich so ergeben, wusste ich bis gerade selber nichts. Macht euch euer eigenes Bild. Ihr könnt, also keiner muss es kaufen. Ja, wie gesagt, man kann es sich umsonst im Internet runterladen. Als PDF, genauso wie als YouTube-Video mit einem Hintergrundbild, wo dann aber ne, das Buch vorgelesen wird. Ja, und dann bin ich einfach mal gespannt, was passiert. Ich habe hier gerade einfach nur mal meine Gedanken geteilt und mehr wollte ich gar nicht. Bin mal gespannt auf eure Reaktionen. So, und wenn ihr das macht und wenn ihr das zu vielen macht und wenn ihr mehr als zwei seid, dann sollte der Dritte die Möglichkeit nutzen, ein Video davon zu machen. Weil das ist sehr inspirierend, das ist sehr ansteckend, wenn wir zeigen, dann sehen wir auf einmal, hey, das ist nicht hier, wir posten hier auf einmal nicht mehr Dinge von anderen Leuten, die tolle Sachen machen, sondern wir posten auf einmal uns. Weil wir auf einmal was wirklich Interessantes und Tolles tun. Und dann wird das Ganze aufregend. Und dann wird das Ganze zum Spiel. Und genau darum geht es halt eben beim Online-Gaming. Auch hier Upgrade in 4 Stunden kostenlos auf YouTube erhältlich. Und für 20,20 Euro im deutschen Buch, deutschsprachigen Buchhandel weltweit über Amazon, Thalia. Es ist schön, wieder da zu sein. Ich hatte eine Weile ein paar andere Sachen zu tun. Aber ja, macht Spaß. So ist das geil. Und so viele Mitspieler, die bewusst mit dabei sind. Mega Kracher. Gefällt mir. Like it. Und tschüss.